Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Pokémon Purpur. Wir sind wieder hier beim großen Akademieturnier Teil 2. Und wir schauen mal, ob wir hier noch was absahnen können, irgendeinen speziellen Preis. Wir möchten uns anmelden, auf jeden Fall. Genau, das ist korrekt. Ich bin gespannt, wer uns diesmal als Gegner erwartet. So, auf ein neues heiße ich alle Zuschauer herzlich beim großen Akademieturnier willkommen. Und da ich niemanden auf die Folter spannen möchte, kommen wir gleich zum ersten Kampf. So, wen wird das Los zusammenführen? Ja, das sind wir und wir treten an gegen Cosima, die Starhackerin aus der 1D. Sehr gut. Dann schauen wir mal. Vier Gegner waren es, glaube ich, die wir besiegen müssen. Und wir machen das ja alles wie immer. Wir gehen in die Terra-Kristallisierung und machen direkt Blumentrick. Sehr gut, ein Volltreffer. Und das gibt richtig gute Erfahrungspunkte. Oh, Flamara, wir wechseln auf jeden Fall das Pokémon. Aquana. Damit sollten wir in One-Hit landen. So, Hydro-Pumpe. Sehr, sehr gut. Blitzer. Da wechseln wir auf jeden Fall wieder zurück. Machen weiter mit Blumentrick. Oh, unser Angriff sinkt. Das muss noch ausreichen. Das reicht noch aus. Level 83. Wir bleiben da. Mein Ziel wäre es auch, dass wir mal ein Pokémon auf Level 100 bekommen. Nicht sehr effektiv. Dann probieren wir doch mal einen Knuddler aus. Was? Der soll sehr effektiv sein oder effektiv? Nachthieb? Aber unser Angriff sinkt auch die ganze Zeit schon. Das wird jetzt schon leicht kriminell. Okay, wir probieren einen Blumentrick. Mit Volltrefferquote und Terra-Kristallisierung vielleicht trotzdem. Sehr gut. Kreuzschere. Hier müssen wir auf jeden Fall irgendwie mal ein Pokémon dann mitnehmen, auch dass eine Feuerattacke kann vielleicht. So, wer kommt jetzt noch? Aquana. Da können wir direkt weiterkämpfen. Da reicht der Blumentrick. Und ich glaube, am Ende kommt noch Blitzer.
Zumindest hatten wir Blitzer noch nicht gesehen. Ah, Felinara. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, wir können uns nicht zurückhalten. Es tut uns leid. So, und ich denke mal, das sollte auch ausreichen hier. Zeit für die Terra-Kristallisierung. Und da hat sich's aus Terra kristallisiert. Tja, tut mir leid, Cosima. Ja, die Evoli-Power reicht nicht immer aus. 16.800, sehr schön. Oh, dabei fällt mir auf, wir können hier auch ordentlich Kohle machen. Yep, wir sind irre stark. Wer kommt als nächstes? Runde 2. Oh, Pepper ist am Start. Haha, oh nö, warum ausgerechnet du? Naja, egal. Nur wer wagt, gewinnt. Das ist meine Chance. Auf geht's, Pepper. Gib dein Bestes. So. Terra-Kristallisierung und es geht weiter mit unserem geliebten Blumentrick. Los geht's, Flower Power. Da sieht das schlaraffelalt aus. Wir wechseln nicht. Wir ziehen das jetzt durch. Ah, verdammt. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Ein Feuer-Pokémon war das. Das hatte ich vergessen. Aber vielleicht haben wir einen Level-Vorteil hier. Scheint nicht so. Bitte kein Feuersturm. Okay, doch ein Feuersturm. Ich riskiere es. Wenn wir Glück haben, war das genau die Hälfte. Sehr gut. Das hat geklappt. Sogar den Feuersturm überlebt. Weiterkämpfen. Da dürfte der Blumentrick wieder helfen. Ich überlege, ob wir einen Trank nehmen sollen, vielleicht. Okay, wir warten erstmal ab, was für Pokémon noch kommen. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier auf Aquana wechseln können. Genau, ein Gesteins-Pokémon, sehr effektiv Hydro-Pumpe. Da haben wir mega gut gewechselt gerade, glaube ich. Und Level 81. So, Austoss. Ein Eis-Pokémon. Da können wir vielleicht wirklich mit Feuersturm punkten. Na dann, Dragoran, zeig mal, was du drauf hast.
effektiv. Sehr gut. Gute Entscheidung, hier auf Dragoran zu wechseln. So. Mastiffioso setzt er ein. Ich wechsle hier mal zurück auf Maskagato. Weil es Terra kristallisiert ist. Und wir probieren hier mit einem Blumentrick einen One-Hit zu landen. So, ja, bist du in die Ecke gedrängt. Dann zeig, was du kannst. Ja, unser Angriff sinkt nicht so gut. Sehr effektives Knuddel, aber ich denke, mit einem Volltreffer und Blumentrick und der Terra-Kristallisierung, es könnte knapp werden, aber vielleicht ist es ein One-Hit. So. Wenn es kein One-Hit ist, dann werden wir jetzt hier sterben. Jawohl, das hat ausgereicht. Pepper wurde besiegt. Ja, Mastiffioso hat sich angeschränkt. Nächstes Mal Pepper. Oh, nur 13.600. Das ist ja weniger als beim ersten Kampf, glaube ich. So, zweiter Kampf, auch gewonnen. Weiter geht's. Runde 3. Senior Amura. Na dann, zeig, was du drauf hast. Mich würde auch interessieren, ob die Pokémon immer stärker werden, wenn wir weiter am Turnier teilnehmen, oder ob die immer gleich stark bleiben. Level 65. Gleicher Start wie in den ersten zwei Runden. Es hat uns überrumpelt. Wie gemein. Es hat auch überlebt. Gefährlich. Gefährliche Sache. Vielleicht sind wir schnell, wenn wir Nachthieb machen. Okay. Beim ersten Kampf schon Leben verloren. Nicht so gut. Knuddler. Kaputt geknuddelt. Okay. Ich glaube, wir sind wieder im Rennen. So. Ich probiere das mit Maskagato komplett durchzuziehen. Sehr effektiv. Die werden jetzt alle kaputt geknuddelt. Mit ganz viel Liebe von uns. Dass sie sich überhaupt nicht mehr wehren können. Oh nein, unser Angriff sinkt. Und wir verfehlen es. Verdammt, okay. Das ist sehr effektiv, das habe ich gesehen. Okay, so schnell kann es gehen. Dann muss Aquana herhalten. Aquana hat etwa 341 HP.
Und wir verfehlen Tauros schon wieder. Na komm schon, Aquana. Na bitte, geht doch. Noch ein Tauros? Na gut, dann... machen wir gerade so weiter. Was? Moment. Ich... nicht sehr effektiv? War das nicht gerade sehr effektiv beim letzten? Hariyama. Wir bleiben mal auf Aquana. Vielleicht schaffen wir es mit Aquana. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil jetzt kommt die Terra-Kristallisierung. Okay, wir müssen eigentlich volle Bulle auf Hydropumpe setzen. Okay, übertrifft dein zukünftiges Ich. Unser Aquana ohne Terra-Kristallisierung mit einem HP gegen ein voll aufgeladenes Hariyama in der Terra-Kristallisierung. Wenn wir zuerst dran sind, haben wir vielleicht eine Chance. Ah, es hat's überlebt. Okay, ich denke mal, ja. Da klaut's uns das letzte Leben. Wir hätten vorher wechseln sollen. Na gut, dann geben wir hier dem Miraidon mal ein paar Erfahrungspunkte. So, Blitztour. Sehr schön. Damit haben wir Kampf Nummer 3 gewonnen. Und ein Level-Up auf Miraidon. Sehr schön. Tut mir leid, Amura. 13.200. So, auch Sieger des dritten Kampfes. Sie wünscht uns viel Erfolg. So, das große Finale. Gegen wen treten wir an? Nemila vielleicht wieder? Nein, Senior Sinius, der Kunstlehrer. Der Drachentrainer. Na dann. Auf ein gutes Duell. Nicht sehr effektiv alles. Wir greifen trotzdem mit einer Terra-Kristallisierung und Blumentrick an. Einfach weil der Multiplikator so hoch ist. Und weil wir halt auch den Level-Bonus haben. Hätten wir vielleicht nicht machen sollen. Oh, Knuddler ist sehr effektiv. Das hätte ich vorher lesen müssen. Ich habe aber gedacht, das reicht vielleicht nicht aus. Aber... ah, ganz knapp vor Level 84. Dann knuddeln wir einfach mal hier eine Runde weiter. Matschbombe.
Okay, jetzt zeigt er uns aber, wo es lang geht. Dann gehe ich hier auf Miraidon. Bisschen schwächer als unser erstes Miraidon. Aber mit dem Elektrofeld. Juwelenkraft sollte ausreichen. Vielleicht. Ja, perfekt. So, was hast du noch zu bieten? Oh, Dragoran, Level 83. Wir machen hier weiter mit Juwelenkraft. Sehr gut, hat uns verfehlt. Dragoran. Wir kämpfen weiter. Blitzt du es effektiv? Sehr nice. Okay. Sind wir schon beim letzten Pokémon? Wie klein die halt einfach alle sind im Gegensatz zu unserem riesen Miraidon. Die Frage ist, ist das auch wirklich größer als das andere, als das erste, was wir haben? War unseres kleiner? Das müsste man mal so im Vergleich sehen. Okay, das vorletzte Pokémon von ihm. Oh, sehr effektiv. Okay, dann kommt jetzt sein letztes Pokémon. Die Frage ist, ob wir hier wechseln. Ich wechsle mal auf Aquana. Aquana hat, glaube ich, immer eine relativ gute Chance. So, Vorhang auf für den letzten Akt. Na dann, krönender Abschluss. Zeig uns deine Terra-Kristallisierung. Aurora-Strahl. Ich hoffe, er kann keine Blitzattacke. Drachenpower im Quadrat, du sagst es. Okay. Sternschauer ist, glaube ich, eine schnelle Attacke. Ah, er ist trotzdem vor uns dran. Das kann doch nicht wahr sein. Damit vernichtet er natürlich Aquana. Schon zwei Pokémon vernichtet worden. Na gut, dann darf Garados hier das Ende machen. Damit sinkt auf jeden Fall der Angriff und wir beenden das Ganze mit Orkan. Wenn wir die Attacke überleben. Sehr, sehr gut. So, Sinios auch besiegt. Tut uns leid.
Ha, der Kampf hat mir erneut gezeigt, dass ich froh bin, Lehrer geworden zu sein. Ach Quatsch, du kämpfst auch echt gut. So, herzlichen Glückwunsch. Okay. Er bricht wieder in eine emotionale Lage aus. Und wir sind wieder Sieger. Alle jubeln uns zu. Jetzt ist die Frage, bekommen wir noch irgendwas, weil wir jetzt so ein zweites Mal gewonnen haben? Ich bin schon gespannt. Oder heißt es einfach, wir können uns zum dritten Turnier anmelden? Wir bekommen einen Preis. Ein Fläschchen AP Top. Okay. Maximiert die Anzahl der AP. Okay, also es scheint nichts Weltbewegendes zu geben. Wir können das natürlich nochmal testen, ob es noch irgendwas anderes gibt als AP Top. Wahrscheinlich die anderen Werte. Aber ich denke mal, wir können auch erstmal in der nächsten Folge dann schauen, dass wir zu den einzelnen Pokémon-Centern gehen. Und wir müssen ja hier überall noch die Trainer suchen, weil wir kriegen ja überall noch was geschenkt, wenn wir eine gewisse Anzahl an Trainern besiegt haben in den einzelnen Zonen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn wir hier mal ein bisschen umherfliegen. Da dürfen wir auf jeden Fall nur nicht einen Überblick verlieren. Das wäre schlecht, das heißt, wir müssen irgendwie Schlundvoll Paldea als Mitte nehmen. Vielleicht hier, sagen wir grasen erst hier unten den Bereich, ab den grünen. Dann vielleicht hier und dann gehen wir hier hoch. Okay, ich bin sicher, wir finden da auf jeden Fall eine Lösung. Und so, warte mal, ich wollte noch mal gucken. Vielleicht müssen wir uns auf Pokémon heilen? Nein, sind alle geheilt, perfekt. Okay, und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Dann schauen wir mal, ob wir die Belohnungen abgrasen können, die wir dann bei den einzelnen Pokémon-Centern hätten während des Spiels kriegen können und ob es da irgendwas gibt, was uns vielleicht schon hätte weiterhelfen können. Aber wir sind ja auch so ganz gut durchgekommen. Also dann, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal.